Himmlische Superhits auf Radio SAW. Tom Grennan ist kein Dauerstrahlemann. Der Sohn eines britischen Bauarbeiters und einer Lehrerin hat schon ein paar Krisen hinter sich. So zum Beispiel das frühzeitige Ende seiner Fußballkarriere bei Aston Villa. Zum Singen ist er durch Zufall gekommen, als er nämlich ziemlich angetrunken zum Karaoke-Mikrofon greift und die ganze Kneipe begeistert. Sein Song Don't Break the Heart, zu Deutsch bricht das Herz nicht, hat denn auch einen ganz schön traurigen Charakter. Naja, gehört halt auch zum Leben, oder? Ich sitze hier in diesem einsamen Raum. Nein, es gibt nichts mehr. Es gibt nur noch dich und mich. Ich halte mich am Himmel fest, aber der Himmel hat sich über mir geschlossen. Da steht ein Abschied an und es klingt nach einem Abschied für immer. Ich mag gar nicht nach der persönlichen Geschichte fragen, die für den Singer-Songwriter Tom Grennan hier hinter dem Song steht. Individuell. Denn das, wovon Grennan hier singt, das kannst du in so vielen Varianten erleben. Dabei sind Beziehungstrennungen schon hart genug. Hier geht es, so verstehe ich dieses Lied, eher um einen endgültigen Abschied zweier Liebender. Um den Tod vielleicht? Um die letzten Sekunden, wie es heißt? Nichts währt ewig, nichts läuft nach Plan. Lockere nicht deinen Griff, sonst lässt du meine Hand los. Denn jede einzelne Sekunde ist eine Sekunde, die wir nicht zurückbekommen können. Brich nicht das Herz, das dich liebt, wünscht sich die Stimme Grennans. Und es steckt nicht ein Hauch von Vorwurf in diesem tiefen Wunsch, dass das Zusammensein doch bitte, bitte nicht für immer zu Ende sein möge. Oder doch? Ein Vorwurf gibt es doch, ja. Ein Vorwurf an den Himmel, der in diesem Moment des Abschieds keinen Halt zu geben und verschlossen zu sein scheint. Ich denke, Gott ist für einen Vorwurf in so einem schweren Moment auch genau die richtige Adresse. Oh, das ist die Liebe zu dir. Brich nicht das Herz, das dich liebt. Aus der Kirchenredaktion, Oliver Weiland, Radio SAW.